Moin Leute, ja, zurück mit einem richtig guten Duft. Das ist der Alexandria 2 von Serjoff, berühmt berüchtigt. Da ist er, wie immer, bei Serjoff ein super schöner Flakon. Und ja, die Färbung mit dem Braun sagt eigentlich schon einiges aus, auch über den Duft. Der ist so dunkel gehalten. Da ist ganz viel Holz drin, da ist Würzigkeit drin. Aber was ihr vor allem auch bekommt, ist so ein richtiger aromatischer Blast direkt am Anfang schon in der Öffnung. Das ist das Lavendel mit extrem viel Gewürzen und Blumigkeit und Holz. Also wirklich, ich liebe diesen Duft. Der ist so elegant, der ist so stark, der ist verführerisch. Das ist einfach ein absolut Top-Männerduft. Ob Frauen ihn gut tragen können, müsste man mal ausprobieren. Habe ich jetzt noch nicht bei irgendjemandem getestet, aber könnte vielleicht auch funktionieren. Aber für einen Mann ist das wirklich ein absoluter Kracher. Ja? Also ich bin mal gespannt. Ich bekomme demnächst auch noch den Anniversary. Also es ist quasi so ein Flanker von dem, der jetzt relativ neu rausgekommen ist. Werde ich euch natürlich auch wieder vorstellen. Aber bis dahin gehe ich mit dem hier. Ein absoluter, klassischer, eleganter, luxuriöser Duft. Ich liebe ihn.